Das ist die neue Kabine der U17-Mannschaft der Star Bulls Rosenheim. Ein mit viel Herzblut erschaffenes Schmuckstück, in dem sich die Eishockeytalente wie zu Hause fühlen sollen. Der Architekt des neuen Umkleideraums ist Oliver Häusler. Er hat auch maßgeblichen Anteil am großen Erfolg des Nachwuchses. Seit 2009 ist der 46-Jährige als Trainer bei den Rosenheimern tätig. Dank seines einzigartigen Engagements sucht die Jugendarbeit der Star Bulls deutschlandweit ihresgleichen. Der Deutsche Olympische Sportbund würdigte diese Entwicklung vor kurzem mit dem grünen Band für vorbildliche Talentförderung. Wir Trainer haben die Kabinen teilweise einfach selber umbaut an Kraftraum jetzt, wie man hier sieht. Und ich merke es an meinen Spielern, die kommen, die machen sogar Hausaufgaben und lernen drin. Also die sollen das Gefühl haben, ich bin gerne hier. Und ja, man merkt es dieses Jahr, also die zahlen da das auch wieder zurück. Also die wissen schon, was wir da gemacht haben im Sommer. Und ja, das ist eigentlich das auch, was Spaß macht dann. Die U17-Kabine ist nur ein Beispiel dafür, dass die Nachwuchsarbeit in Rosenheim an erster Stelle steht. Die Jugend hat einen eigenen Kraft- und Koordinationsraum. Zudem verfügen alle 7 Nachwuchsmannschaften über separate Kabinen, die in den nächsten Jahren nach dem Vorbild des U17-Umkleideraums umgebaut werden sollen. Die Trainingsbedingungen im Rofer-Stadion könnten kaum besser sein. Ja, es ist für das alte Stadion, muss ich sagen, für Nachwuchs perfekt. Wir haben ab U9 bis U20 jede eigene Kabine. Sie dürfen die Sachen drin lassen und das ist enorm wichtig, auch für die Eltern da. Damit sie nicht immer die Ausrüstungen immer nach Hause nehmen. Es erleichtert sehr, sehr viel. Martin Reichel ist einer der vielen Nachwuchstrainer, die schon selbst für die Star Bulls gespielt haben. Aus der Talentschmiede der Rosenheimer haben zahlreiche Spieler den Sprung ins Profigeschäft, sogar bis in die NHL, also der besten Eishockeyliga der Welt, geschafft. Zudem stammen 2 Olympiasilbermedaillengewinner von 2018 aus dem Nachwuchs der Oberbayern. Und auch in der jetzigen U15, die sehr gute Chancen hat, sich für die deutsche Meisterschaft zu qualifizieren, träumen viele von der ganz großen Karriere. Ich möchte später in der NHL spielen und hart trainieren. Ich möchte gern, dass wir die deutsche Meisterschaft kommen dieses Jahr und alles gewinnen. Also erstmal die U16-Nationalmannschaft, also die Frauen. Die Erwartungen in der Star Bulls-Familie sind also groß. Das liegt auch an den herausragenden Erfolgen der letzten Jahre mit 2 deutschen Meisterschaften 2017 und 2018 bei den 14- bis 16-Jährigen. Trainer damals wie heute Oliver Häusler, der deswegen auch als Nachwuchstrainer des Jahres 2019 ausgezeichnet wurde. Die Vielfalt an Persönlichkeiten in einer Mannschaft macht für ihn die Arbeit als Trainer so besonders. Beim Kader von 25 Spielern, dass du 25 verschiedene Charaktere hast. Angefangen von einem Scherzkeks bis zu einem schüchternen oder einem ernsten. Und die alle unter einen Hut zu bringen, das ist eigentlich das, was interessant ist. Und dass du eben vielleicht talentierte Spieler hast und Spieler hast, die sich vielleicht erst ein wenig später entwickeln, aber die du genauso fördern musst. Weil es wird irgendwann einer schaffen, der am Anfang nicht so talentiert ist. Knapp 250 Kinder und Jugendliche spielen in den 7 Nachwuchsmannschaften der Rosenheimer von der U7 bis zur U20. Und auch in der Herrenmannschaft tummeln sich mittlerweile 12 Akteure, die schon im Jugendbereich das Star Bulls Trikot getragen haben. Diesen Weg wollen Häusler und Co. auch weiterhin bestreiten, denn Eishockey in Rosenheim ist wie eine große Familie. Also ich sage, dass der Verein hat sich natürlich wirklich familiär entwickelt. Also das ist eigentlich eine Star Bulls Familie. Wir arbeiten alle zusammen, wir helfen uns gegenseitig. Aber das Ziel einfach, dass du die Kinder wegkriegst von der Straße. Also wir brauchen keine Kinder, die in die Stadtparks umeinander spazieren oder auf Nacht mit die Bierflaschen, sondern unser Ziel ist, dass die im sportlichen Bereich Kinder einfach ein Ziel bekommen. Ein Ziel, wo es hingehen kann, und das möchten wir fördern und möchten wir schaffen. Talentförderung auf allerhöchstem Niveau. Das macht also die Star Bulls Rosenheim aus. Und wer weiß, vielleicht kommt bald der nächste deutsche Eishockeystar aus der Talentschmiede der Oberbayern. TV Bayern Live zeigt Ihnen Bayern von seinen schönsten Seiten. Immer samstags 17.45 Uhr auf RTL Bayern und sonntags auf allen 14 bayerischen Regionalsendern. Und im Anschluss in den sozialen Netzwerken und auf TV Now.